Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pox, das hier ist Riders of Icarus, das hier ist Tro. Den schlagen wir jetzt erstmal. Ja, und Tro macht Schmuck für Pox. Ja, ich guck gerade mal, was wir so alles machen können. Ich habe hier so schöne Sachen für Wächter und für Hexer, Ringe und so weiter. Ich will einen schönen Ring von dir. Priester, Hexer. Magische Verteidigung 27, benötigt Stufe 20. Also wir müssen eher erst Stufe 20 werden, bevor wir da irgendwas anlegen können. Und bei dem anderen, was war das eigentlich für ein Ring, den wir da... Das war ein physischer Ring, ne? Meuchler und Wächter. Super, da habe ich davon jetzt massig hergestellt, aber von dem anderen noch gar keinen, ne? Ja, geil. Ich brauche einen magischen Ring. Ich möchte... Also ich hab mir auch einen physischen Ring hergestellt. Das war magische Verteidigung 30. Nicht so interessant jetzt, aber okay, gut. Ja, ich stelle mir jetzt gerade mal den anderen Ring her. Und der ist ja für Stufe 8, also... Achso, wer den, was ich da gemacht habe, die war Halskette Stufe könnte. 16. Nee, die Halskette ist auch für den Arsch. Oh, ich will eine Halskette. Aber jetzt gehe ich noch schnell verkaufen, dann gehen wir weiter, ne? Ja, lass uns weitergehen. Wir haben ja endlich mehr Platz in den Taschen. So. Aber trotzdem habe ich immer nicht herausgefunden, wo man Taschen kaufen kann. So, nachdem wir das jetzt haben, müssen wir was jetzt als nächstes? Dann der in der Schmiede. Was, in der Schmiede? Ja, hier. Oh nein, ich bin so doof. Goodbye. Ich habe den physischen Ring doch gerade verkauft, alle. Nein, einen hättest du behalten sollen. Ja, ach, damit ich ihn wieder zurückgeben kann, ne? Ja. Ich hoffe, man kann ihn noch zurückkaufen. So wie bei WoW. Aber du kriegst nämlich einen Ring für den Ring. Goodbye. Gut, jetzt habe ich den erfüllt, jetzt kann ich auch den Quest abgeben. Ja, jetzt ist das Symbol auch wieder da, dass ich es abgeben kann. Wie war das? Lieber den Spatz in der Hand wie die Taube auf dem Dach. Alter, was hat der denn da für ein geiles Mount? Sieht aus wie so ein Gronn oder so von WoW. Ja, das sieht wirklich cool aus. Kann das fliegen? Ich glaube nicht. Was sind das für ein Ring? Kann ich da denn verstecken? Boah, Stufe 16 erforderlich. Sag ich doch. Hörst mir ja nie zu. Ah, sind wir ja bald, wenn wir die Quest weiter erfüllen. Wo müssen wir jetzt hin? Crows Nachricht. Lass uns zu Crow. Vielleicht singt er uns ein Lied in seiner Pandamaske. Du weißt, der Witz wird alt und Tro versteht ihn nicht. Doch, ich verstehe ihn schon, aber... Ist nicht lustig. Ne, der Crow wird halt anders geschrieben. Ist ja egal. Boah, wow, ich segel hier... Halt, hier ist ja eine Quest hier vorne. Hast du die gesehen? Nagelbrett, Nachrichtenbrett, hier ist eine Quest dran. Ja, da komme ich gleich. Ach, das grüne Dings da. Ja. Bürgerliche Pflicht wiederholbar. Erstelle und spende Kupferschild. Eliminiere einfache Mamushi. Mamushi. Jeden Freitag. Mach mal auch Samstag. Bakus Zeichen und eliminiere 7 Schwarzmagier. Okay. Da habe ich mir angenommen. Ich weiß gar nicht, ob man hier Quest teilen kann. Könnte ich eigentlich glatt mal gucken. Quest teilen. Bekommen? Nein. Bekommen? Nein. Ich bin immer noch zu weit weg. Verdammt, Axt. Es gibt jedenfalls 2 Silber. Ich bin im Schloss. Ich bin im Keller. Falls du mich suchst. Ich drück die ganze Zeit Quest teilen, aber... Du bist doch schon in meiner Nähe. Neben mir? Noch nicht ganz, aber fast. Ich drücke immer auf Quest teilen, aber... Sein, du hast sie schon jetzt hast du sie? Gut. Jetzt hab ich sie. Boah, der in seiner Badehose. Zum Glück nur noch 14 Tage. Sprich mit Brody, Wachhaus an Harkains Kreuzweg. Okay, dann sprechen wir mal mit dem Brody. Yo, Brody. Ach, hier. Das ist aber genauso wenig lustig, weil... Ja, okay. Das sollte eigentlich nur einfach so... Egal. Oh. Hast du jetzt davon. Den Drachen hast du ja auch, ne? Stimmt. So, also, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt mit irgendjemandem sprechen an der Kreuzung. Und da unten müssen wir irgendwelche Magie... Ach, guck mal. Das ist alles entweder nach Süden oder nach Norden. Norden, Süden, Osten. Was? Bist du jetzt eigentlich schon wieder? Ich fliege.
So, warte, ich steig um. Und gleite. Ich gleite zum Tor. Nein, 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 steig auf, steig auf. Hab's überlebt. Du bist schon wieder zu hoch geflogen. Willst du mir jetzt nicht sagen, oder? Doch. Pox, sag mal. Anzeigen und Nein, pass auf. Ich wollte eigentlich zweimal Leertaste drücken. Hab's aber irgendwie nur geschafft, sie einmal zu drücken. Und dann ist er immer höher und immer höher. Und ich hab nicht so die Hand-Augen-Koordination heute. Und dann war auch schon alles vorbei. Okay, also entweder gehen wir jetzt zur nördlichen oder wir gehen wieder nach Süden. Den Gefallen verbluten. Ja, eliminiere Mamushi. Machen wir Mamushi eliminieren. Hä? Den habe ich gar nicht. Den doch, hier. Das ist der grüne Quest. Ja, das ist der grüne. Ist ganz oben. Ja, aber erstmal musst du nach Norden. Halt, das ist ja noch eine Quest. Ja, was denn jetzt? Ja, ich habe doch die eine schon abgegeben, habe ich doch gesagt gerade. Welche? Die im Norden? Ja. Ja, dann gehe ich in den Norden. Und löse da erstmal die Probleme. So. Da ist auch Chicky, die Fee. Chicky, die Fee. Mir liegt da gerade was komplett Falsches auf der Zunge. Oh, die müssen wir auch noch beschützen. Ach, scheiße. Och nö, wir müssen Chicky, die Fee beschützen. Chicky, die, Chicky, die, Chicky, die, Chew. Mann, ist das eine dumme Kuh. Du bist außer Puste, tja. Mach so wie ich, reite auf einem Pferd, das in Regenbogenfarben ist. Habt ihr die Kunde aus dem Norden erhalten? Nö, aber du wirst mir wahrscheinlich sagen. Gerüchte über dunkle Mächte sind im Umlauf. Wie? So. Fängt der Gronkh jetzt doch an, My Little Pony zu spielen? Das heißt, Vampire hätten sich erhoben. Achso. Und dass Graf Kaleon verrückt geworden sei. Ja gut, den Graf gerne mal. Der Graf war ein großartiger Mann. Ich frage mich, was wohl passiert ist. Chicky macht brumm, brumm. Ach Gott. Salash steckt dahinter. Mhm, ja? Wenn Chicky jetzt eine schöne Frau wäre und nicht irgendwie so ein komisches, grünes Ding. Also manche Wörter von ihr kann man ein bisschen falsch interpretieren, ne? Wenn man das mit deinen Gedanken kombiniert. Schnell, schnell, wir sind fast da. Ich führe euch zur Kreuzung. Denkst du diesen Weg, wenn jetzt hier Ende ist, denkst du, den Weg hätte ich nicht alleine hinbekommen? Hier müssen wir uns verabschieden. Alter, willst du mich verarschen? Du blödes Ding, lauf schneller. Geht immer weiter in diese Richtung, leb wohl. Charlotte. Ein Liebesbrief. Please, give Liam my love. Hier waren wir schon mal. Super, also entweder entfernen wir uns jetzt davon oder wir machen erstmal die tägliche Quest, weil da kommen wir wieder in einen ganz anderen Bereich rein, ne? Nach Azar. Ja. Das ist hier Kreuzweg. Das heißt, wir müssen erstmal wieder nach Süden dann. Nachdem wir jetzt Chiquita, Banana. Wo ist sie denn jetzt? Ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Ne, die ist weg. Du musst jetzt nur noch da die Quest annehmen. Nein, warte, du sprichst noch. Wir sind fast da, schnell. Achso. Und dann musst du wieder komplett in den Süden, also einmal komplett wieder zurück. Ja, dann führe mich doch zur Kreuzung. Du bist rechts. Ja, dann tschüss. Jedes Gefährt hat seine eigene maximale Höhe, ne? Ah, okay. Ich dachte, das ist gebietsgebunden. Nee. Hast du jetzt den Quest von Charlotte schon angenommen, oder? Ja. Okay. Ich fliege jetzt halt in den Süden. Um dort die nächste Quest abzugeben. Wir möchten ja Stufe 16 werden, um den Ring anzulegen. Um unseren Set-Boni zu haben. Die bürgerliche Pflicht machen praktisch, oder? Einmal das und Aaron. Nein, nicht höher. So, machen wir nicht nochmal. Was denn, 90 Meter fallen? Ja, das überlebe ich auch immer. Das mache ich jeden Morgen. Mal aufwachen erstmal. Ihr müsst wissen, Pox hat ein Hochbett, 90 Meter. 92 Meter. 92, ne, darum 90 sind für ihn. Witz. Er hat dann unten auch so einen Hebekran, der das dann immer so hochhebt.
Oh, hier gibt es ein Pferd zum Einsammeln. Jetzt wäre ich doch fast gegen den Torbogen geflogen. Da ist ja Aaron. Crazy little party girl, you're my lover. Party all around the world, who wants to dance? Fällt mir gerade ein bei Aaron. Ja, ich weiß, ich bin verrückt. Manchmal habe ich das Bedürfnis, Droh zu töten. Habt ihr das auch? Schreibt mir das mal in die Kommentare, bitte. So. Jetzt geht es wieder auf das Feld und da müssen wir Flachland-Eber töten. Ha, der war ganz schön flach, ne? Der war noch flacher. So. Alter, die sind für Stufe 15 ganz schön viel aus, ne? Was müssen wir machen? Flachland-Eber töten. Ja. Dann lass uns mal Flachland-Eber töten, weil ich stehe nicht so auf Flachland. Du hast aber ganz schön lang gebraucht jetzt dafür. Freya. Ich buff uns jetzt erstmal. Freya. Na komm, helfen wir mal dem Pox, der braucht auch immer so lange. Weiß nicht, ist tot. Ja, weiß ich, weil ich dir geholfen hab. Ja, ein Geber. Torplay, gern geschehen. Zum Glück sind die nicht aggressiv. Fertig. So, aber hier müssen wir noch irgendwas machen. Ja, hier, diese Schlangen töten. Ah. Ah, Mamushi. Warum heißt eine Schlange Mamushi? Warum? Da oben ist noch einer. Wer kommt auf sowas? Ach, falsch. Das ist einfach falsch. Hier müssen wir dann noch irgendwas machen. Egal. Lass uns die Mamushis töten. Wir haben Mamushis getötet. So, und jetzt müssen wir hier... Nee. Nein, warte mal, wir brauchen 5 Mamushis. Wir brauchen 5, ich wollte es gerade sagen. Hä? Stand nicht da. Stand 3 von 3 stand bei mir, ne? Ja. Jetzt steht 4 von 5 dran. Oh. Das. Keine Ahnung, ich will es nicht. Ich habe eine 9 gewürfelt. Jetzt so oder so bekommen. Oh. Ja, ich habe eine Mamushi gepult. War es nicht hier, dass man hier sogar die Quest übererfüllen konnte? Boah, kann ich dir jetzt nicht sagen. Falls ich dich erinnern darf, aber nein. Nee, dann war es bei Arcage. Jetzt müssen wir Schwarzmagier töten. Ja, das wissen wir ja, wo die sind. Waren wir da schon? Ach ja, klar, da waren wir gerade. Da kommen wir gerade bei der letzten Folge her. Ja. Wisst ihr, die letzte Folge ist für mich schon so lang her, also... Ab 13 Minuten, dass ich das nicht mehr weiß. Da vorne ist ein Farmer und er möchte uns bestimmt nicht mehr helfen. Was soll ich dazu sagen? Du gerade Snow nachgesungen. Wirklich. Mach das nie wieder. Let it snow, let it snow, let it snow. Falsches Snow. Ist ja bald schon wieder Weihnachten, ne? Ich glaube, mittlerweile bei dieser Aufnahme müssten sogar schon die ersten Weihnachtskekse im Laden stehen. Die stehen auch jetzt schon zur Zeit der Aufnahme im Wagen. Im Laden. Echt? Ich habe noch keine gesehen. Was mich wundert, die Kinderüberraschungseier sind dieses Jahr sehr spät dran, komischerweise. Echt? Ich hab noch gar keinen Choi gegessen dieses Jahr. Ja, muss ich beeilen, weil bald kommen die Kinderüberraschungseier. Normalerweise sind sie zu meinem Geburtstag, also dem 12. August, eigentlich da. Möchte ich nur mal erwähnen. Das ist unfair, ne?
Ich hab noch nicht einmal. Dann fällt mir auch so ein, wir hatten gar keinen Sommer dieses Jahr. Ah, noch nicht so wirklich. Also nicht so, wie man ihn sonst so kennt, aber... Gut, das ist jetzt mal... Ich find's ganz angenehm, ich mag's nicht so warm. Ich bin eher so ein Kellerkind. Egal. Und erstelle und spende Kupferschild. Wo kann ich denn erstellen einen Kupfer... Ich muss noch einen Magier töten, warte mal. Echt? Und außerdem, lass mich mal meine Ausführung zu Ende bringen. Mag's warm. Weil, wenn die Frauen in Miniröcken drauflaufen... Was will man mehr? Pox-Mini-Rock? Pox-Mini-Rock? Nein, Frauen, nicht Pox. Warum nicht Pox? Na egal. Wer will denn einen Pox im Mini-Rock? Arsch. So, okay. Ich verkümmere mich mal. Okay, aber wo können wir jetzt das Schild herstellen? Gute Frage. Scheiße, oben bei den Türen. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwo in der Stadt. Ich fliege da jetzt nicht wieder in die Stadt, um denen den Kupferschild zu bringen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch da eh das Ganze abgeben in der Stadt. So. Naja, gut. Aber wie das Ganze aussieht mit dem Schild und ob Pox sein Kupferschild auch wirklich aus Kupfer ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss. Es wird aus Aluminium sein, genauso sehr werdet ihr diesen Kanal abonnieren. Tschüss.